Hallo und recht schönen guten Tag. Schön, dass ihr heute wieder bei World of Warships dabei seid. Und heute sehen wir die Khabarovs gespielt von Gallagher auf der Karte Bergkette in der Standardausführung. Jetzt geben wir hier mal ein bisschen Gas, bis wir hier die ersten Gegner zu Gesicht bekommen. Da sind es auch schon, die Moskau und die Iowa. Und er schießt jetzt hier direkt die ersten Schüsse Richtung Iowa und damit gehen wir in die Live-Szene so gesehen, also hier genau in Echtzeit und schauen mal, was er da so reißen wird. So. Torpedos werden gesetzt. Okay, auf die Richtung Shimakaze. Auch manchmal nicht wundern, wenn so Leute noch nicht aufgedeckt sind durch das Spulen oder eben durch das Replay-Thema. Ab und an sieht man Sachen noch nicht, die einfach gesehen werden. Also wie gesagt, ich kann nur bitte bei World of Warships Replays immer wieder betonen, wenn was kurios erscheint, heißt es erstmal gar nichts. Gut, also, wir springen hier jetzt weiter und sehen, er hört jetzt mit dem Feuer auf die Shima auf, sondern schießt jetzt hier weiter Richtung Iowa. Das ist natürlich das dankbarere Ziel, mit HE zu beschießen. Das Ding brennt lichterloh und er kann drauf wirken. Was aber auffällt, er hat scheinbar keinen sechsten Sinn drin. Also er sieht nicht, wenn er offen ist oder nicht. Vielleicht neuen Kapitän hier am Trainieren oder keine Ahnung was. Eigentlich eher ungewöhnlich für einen Zehner, dass man das nicht gleich am Start hat. Aber wir sehen, es ploppt nirgendwo auf, also von dem her scheint es nicht am Start zu sein. So, die Iowa hat sich jetzt festgefahren, die macht jetzt einen kleinen Landgang. Das ist natürlich für ihn super, für die Iowa ist es grandios beschissen. Anders kann man es gar nicht sagen. Weil natürlich, bis der da sich jetzt hier so frei fährt, wir sehen, es ist ihm bei ziemlich genau 58.000 Hitpoints passiert und ja, jetzt hat er halt noch 30. Und er kann natürlich hier bestens wirken. Und ein erneuter Brand. So, jetzt ist er vielleicht frei, fahrt zumindest mal wieder vor der die Iowa, aber wahrscheinlich langt es auch noch nicht. Ne, schon wieder aufgefahren. Also die Iowa, die hat es da ganz klar schwierig. Jetzt nimmt er hier AP für den Killshot so gesehen. Mal schauen, ob er den Kill bekommt. 2000... 600 noch, 1000, seine Schüsse kommen als nächste an. Ja, und die 617, die da noch standen, die hat er weggemacht. Von vorne jetzt Torpedos, da muss man aufpassen. Er kommt hier gut dran vorbei. Hinter ihm, da wird hier auch schön ausgewichen. Alles kein Problem. Jetzt muss man natürlich nur schauen, wo ist denn der Zerstörer, der von hier aus geschossen hat. Weil man sieht, er ist ziemlich wahrscheinlich die ganze Zeit offen, weil die Schüsse einzig und allein in seine Richtung kommen. Alle Stationen, Feuer auf das Ziel konzentrieren. Jetzt, wo ist der Zerstörer? Den suchen die beiden jetzt auch. Ganz gezielt. Die Ruhe vor dem Sturm sozusagen. Ist natürlich jetzt auch immer so ein bisschen die Nadel im Heuhaufen. Na, ich blieb mal ein bisschen. Mach mal doppelt. Ah, da ist er. Die Fubuki, das kleine Luder. 6 Kilometer. Superschönes Ziel für so eine Khabarovsk. Darf jetzt nur nicht wegkommen, aber die Khabarovsk ist so heidenschnell, also wegkommen, da ist einfach nicht. Jetzt hat er sich gerade noch so in seinem Rauch verstecken können, aber das wird ihm nicht lange helfen. Einzig und allein er hier muss jetzt auf die Torpedos aufpassen, aber da ist er schon wieder. So, jetzt kommen auch Schüsse von rechts. Oh, da Torpedos einige im Wasser. Und da muss er jetzt gegenlenken, dass er da das Heck so rumbekommt. Genauso. Hat perfekt geklappt. Super gemacht.
Und jetzt wird hier aber mal richtig Feuer auf die Fubuki gegeben. Der Motor von ihm ist jetzt hier gerade beschädigt. Das stört ihn ja jetzt erstmal in erster Instanz nicht, weil er nimmt jetzt erstmal die Fubuki raus und hat jetzt dann repariert. Und da drüben, da die Fletcher, das war die, die gerade eben schon auf ihn geschossen hat. Und da will er sich jetzt revanchieren. Aber so wirklich treffen tut er da noch nicht, so wie er sich das vorstellt. Aber jetzt kommen sie langsam rein. Jetzt hat er sich ein bisschen eingegroovt auf die Distanz. Muss natürlich nur aufpassen, weil er kommt jetzt natürlich direkt in den Fokus von Ibuki und Co. Und jetzt werden einfach mal Torpedos da in die Richtung gelassen. Könnte ja mal einer durchfahren. So, und jetzt hier auf die Montana. Da bleibt er jetzt auch stehen, reduziert die Geschwindigkeit drastisch. So, die Montana will jetzt aber hier auch wohl langsam weg und kommt dann da jetzt hinter die Bergkette. Da ist wieder die Shimakaze. Recht langsam hier unterwegs. Der Torpedo, der ist aber leider zu weit weg, der trifft nicht mehr. So, und jetzt wird er hier aus dem Rauch beschossen. Jetzt hat er die Amagi hier als Ziel sich wohl ausgeguckt. Wieder mal sein Motor, der ihn jetzt Probleme macht. Aber ist wieder instand gesetzt, also jetzt geht es wieder in bester Manier Weise weiter. In bester Manier weiter. So wollte ich sagen. Es ist einfach teilweise so viel und so viele Schüsse, die hier kommen. Da muss man einfach so wirklich teilweise mit seinem Mund mitkommen, dass die Gedanken das noch so fassen können. Man sieht übrigens seinen Kompagnon, der fährt die ganze Zeit eigentlich immer im direkten Verbund mit ihm. Also die sind immer zusammen. Aber es ist Wahnsinn, wie viel Action die hier betreiben. Am Ende der Runde hat er, wenn ich das richtig sehe, 534 Schüsse angebracht. So, die Amagi, die hat hier einfach ein super schweres Leben, kann sich hier wirklich eigentlich auch kaum wehren. Jetzt hat es endlich mal geschafft, dass er zumindest hier Ruhe von der Khabarovsk ist. Aber da geht es dann gleich mit der Yamato, so wie es aussieht, weiter. Und die Shimakaze, auch die muss mal wieder bestraft werden für ihr Handeln, so gesehen. Also schon unglaublich viel Action hier. So, hinter ihm werden da wieder Torpedos losgelassen.
Und jetzt mal auf die Montana. Soll ja nicht langweilig werden. Man will ja auch so gewisse Abwechslung haben in seinem Beschuss. Recht ausgeglichen eigentlich. Sein Team 4 Verluste, das Gegnerteam 5 Verluste. Tickets recht ähnlich dadurch. Also da jetzt kein Team, wo ihr jetzt irgendwie schon sagen kann, okay, das gewinnt ganz sicher oder das eben dann nicht. Also das ist alles noch sehr, sehr even, wie man so schön neudeutsch sagt. Ja, da hat er jetzt hier diesen kleinen Felsen im Weg gehabt, deswegen da jetzt der kurze Moment der Unterbrechung dieses Feuerregen schon fast. Aber nun geht's wieder weiter, die Montana, die weiß gar nicht, was er da vielleicht alles machen soll, um da hier dem zu entgehen. So, jetzt hat er da die Gearing entdeckt, aber das wird sein Kompagnon dann schon eher machen. Er bleibt jetzt mal auf der armen Montana drauf. So muss man es ja schon sagen. Und da gibt es nochmal einen Brand. Also, da ist doch dementsprechend Feuer dahinter, im wahrsten Sinne des Wortes. So, und jetzt hilft er hier seinem Mate mit der Gearing. Aber wie gesagt, gerade wenn man es noch auf Schlachtschiffe geschaut hat, man muss sich erstmal so ein bisschen wieder reinfinden in die Geschwindigkeit und Distanz zu so einem Zerstörer. Aber jetzt ist er weg und er kann wieder weitermachen mit dem lustigen Schießen auf Kreuzer und Schlachtschiffe. Wow, guckt euch mal den Teppich da bitte an. Also sein Kompagnon dürfte weg sein, ja. Heidewitzka, ist das viel an Torpedos. Macht er jetzt übrigens richtig. Er hat es nicht in die Torpedos gedreht, sondern mit denen in die Richtung. Er wäre auch weggekommen, wenn die nicht verschwunden wären, aber trotzdem genau richtig gemacht. Damit kriegt man nochmal ein bisschen mehr Meter zwischen sich und die Torps. Wenn man ihn eben natürlich nicht entgegenfährt. So, und jetzt werden einfach mal Torps blind in die Richtung da geschossen. Schaden tut's bestimmt mal nicht. Aktuell kommt er noch nicht drauf. So, und nun also auf die Yamato drauf. So, jetzt hat er leider mal wieder das Inselthema. Aber hier jetzt die nächste Medaille, die er hier anhäuft, den Vernichter. Oh, die Yamagi, die hat er schon lange nicht mehr gesehen. Aber vielleicht doch erstmal die Shimakaze wegmachen. Es wäre natürlich... Ah, noch 400. Komm. Jetzt hat er den Nebel aktiv. Und jetzt ist da die Shimakaze endlich mal weg. Und nun hat er alle Zeit der Welt, auf die Yamagi zu gehen.
Allerdings ist Yamagi gerade nicht offen. Dann nimmt er doch erstmal wieder die Yamato. Die Sieder. Und auch wenn der raucht, der ist ihm egal. Er fährt jetzt einfach weiter. Ist ja nur ein 10er Schlachtschiff. Was soll's? Gar kein Problem. Aktuell schon über 414, 415 Hits. Unglaublich einfach. Am Ende der Runde vielleicht auch mal ein netter Fun Fact, hat er HE-Granaten abgeschossen, 1328. Also, das, wenn er alles zahlen müsste, das würde ins Geld gehen. Heidewitzka. Oh, da kam jetzt nochmal wieder ein Treffer rein, der eher unangenehm war. Aber die Yamagi hat er jetzt dafür schön in Beschuss. Jetzt hat sie sich leider nur noch hinter die Insel gerettet. Aber brennen dürfte sie noch, also von dem her alles gut. So, 1 Minute 30 noch. Ticketsmäßig liegen sie noch vorne. So, da ist sie wieder offen, die Yamagi. Aber die ist gerade für ihn nicht zu bekommen. Das wird vielleicht die Montana jetzt dann noch klar machen. Oder er probiert es dann doch nochmal. Na gut, dann nimmt er halt wieder die Montana. Ist ja auch kein Problem. Mittlerweile auch schon ein fast 200 Ticketpolster. Und an dieser Stelle bedanke ich mich schon mal, dass ihr heute dabei wart. Ein sehr langes Video, aber bei einer sehr außergewöhnlich guten Runde. Und dementsprechend, glaube ich, war das mal ein Beispiel für, wie sollte man so einen Zerstörer spielen. Dementsprechend vielen, 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 vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, euer Aikaramba. Tschüssi!